seit ein paar Jahren speziell in Süddeutschland, speziell in Bayern. Und dann gesagt, nee, wir machen das jetzt anders, wir machen kein Notar-Anderkonto mehr, sondern wir machen eine direkte Kaufpreiszahlung. Das heißt, Sie als Kunde zahlen direkt an den Verkäufer, beziehungsweise Ihre Bank zahlt für Sie an den Verkäufer. Aber dann muss eben vorher alles sichergestellt sein, dass wirklich alles gelöscht wird und dann sagt der Notar, alles klar, das Geld ist jetzt fällig und dann überweist praktisch die finanzierende Bank von Ihnen an den Verkäufer und bestätigen, dass er das ganze Geld auch gekriegt hat. So, also ich halte das für keinen so schlauen Weg. Es wird immer argumentiert, dass es ein bisschen günstiger ist. Ist es, als Mitteilung, schreibt der Notar wieder eine Rechnung. Also es ist so, weiß nicht, da sparen Sie vielleicht 100 Euro oder 150. Kann ja sein, Sie haben pünktlich bezahlt und der wird genau an dem Tag vom LKW überrollt. So, wie soll der jetzt bestätigen, dass das Geld da ist? Dann haben Sie ein Problem. Das sind ja immer die Ausnahmen, die dann für Chaos sorgen. Also, und beim Notar, gut, es gibt auch Notare, die sind früher auch mal mit dem Geld abgehauen. Gab es auch schon. Aber normalerweise läuft das alles wieder planmäßig.